gekillt und wenn wir Hilfe brauchen, dürft ihr uns unterstützen, aber nur dann. Damit es ein bisschen Gleichgewicht ist und sowas. Und da gerade GMs gesucht werden, werde ich wahrscheinlich bald auch GM werden, hoffentlich. Und dann kann ich sowieso so machen, dass man dann mich nicht allzu sehr nähen kann. Oder so. Keine Ahnung, wie das mit dem GM herläuft. Das wäre schon cool, weil Let's Play ist schon ein Projekt, wo man halt ungestört auch ein bisschen sein will. Damit die Aufnahmen gut werden, nicht voller Kittys, die herumspringen und so sind. Also, ja. Manche Kittys, also manche Spieler sind halt so. Und dann seid ihr auch befreit. Und wenn ihr es wisst, ihr macht es nicht, seid ihr also auch keine Kittys. Das verstehen viele falsch manchmal. Sage ich, hey du Kitty. Zu meinen alles ist ein angesprochen. Also ich zeig mal den ätherischen Pfeil. 350 Schaden. Das ist richtig fett. Oh. Ein gefailter Schlangenbiss. Ja. Ah, oh, den Visier an. Ah, das ist ein Kurzbogen. Wieso ist der bei den Langbogen gewesen? Ich weiß es nicht. Ja. Wir spielen einfach ohne Schilddurchbohrung. So sind wir einfach viel schneller, das ist cool. Weil zum Leveln brauchen wir eigentlich keinen Langbogen. Dann im Fortkampf einen Langbogen hat natürlich das Obpro. Und er hat's Widerstand, den Shit. Also immer noch keine Flagge gefunden. Das ist ein bisschen blöd. Also wir könnten mit der Gilde richtig coole Sachen machen und es lohnt sich ja auch. Also wenn ihr Bock habt, ja, fragt mich. Schreibt mich an, Drago Basler. Fügt mich als Friends hinzu. Und so weiter. Dann seht ihr immer, wann ich online bin, wann ich aufnehme und so weiter. Momentan, wenn ich so levele, bin ich gerne morgen online, wenn ich so viele mir die Mobs wegschnappen und so. Aber sobald ich mehrere Leute habe, die mit mir spielen, kann ich am Abend 20 Uhr oder so. Ich habe den Plan. Ich habe den Plan! Wow! Nach ungefähr 50 wilden Orks habe ich den Plan bekommen. Shit. So, also gehen wir kurz zurück und skillen halt auf Kurzbogen. Weil der Bogen ist schon stark, also schnell vor allem. Der hat mittlere Angriffsgeschwindigkeit. Irgendwie verstehe ich das nicht. Ich dachte, sie sind immer schnell. Stark sind sie. Vielleicht kaufe ich einen anderen. Also gut, genug Geld habe ich ja. Also haben wir zwei Quests zum Abgeben. 14 Ork-Marateur müssen wir da noch töten, die sind schon ein bisschen stärker. Aber auch kein Problem. Ich mache so viel Damage. Meistens sind sie aber haben nur ein bisschen mehr Leben. Und sind nicht so viel stärker. Einfach auf die Katzen habe ich ein bisschen Angst, weil das Blut extrem overpowered ist. So genauso wie bei Path of Exile beim Endkampf Dominius. Macht so, wenn es sich verwandelt hat, in so Grütze. Also alles ringsum ist dann Grütze, Blut überall. Das macht extrem viel Damage, da muss man ganz nah an ihn ran, damit der hat so einen Schutzschild gegen das und dadurch sind wir dann auch geschützt. Und das Coole ist, ich spiele einen Zyklon, denke schon an den Wirbelwind, Baba. Ich spiele einen Zyklon-Duellist und der ist sowieso immer ober den Gegner oder im Gegner drin. Weil er mit dem Wirbelwind natürlich durchwirbelt. Und so kann ich gut ausweichen dem. Und der macht so fett Damage, der macht 800 Damage mit Zyklon. Und das pro Sekunde. Und ihr wisst, wie viel schneller der Zyklon dann noch angreift. Das ist Wahnsinn.
ist ungefähr 3-4 Umdrehungen pro Sekunde, so mit meiner Angriffsgeschwindigkeit. Wir müssen da noch den Ding suchen. Die Quest wahrscheinlich die hier oben. Nicht mal. Wir müssen zur Mauerprärie gehen. Aha. Schauen wir mal, ob wir nicht einen Langbogen haben, der stark genug ist. 35 bis 48. Ist aber langsam. 45 bis 52. Zwar langsam, aber geil. So. Und diese Sachen verkaufen wir wieder. Müssen kurz noch reparieren. Boah, ist der Blech teuer geworden. Weg, weg. So schön. Jo, heute habe ich noch kleine Ankündigungen. Ich mache heute League of Legends. Ein Spiel natürlich. Es geht immer so fast eine Stunde, das reicht für einen Tag. Und dann mache ich noch Minecraft, wenn der Kevin zurück ist. Vielleicht auch morgen oder übermorgen, keine Ahnung. Vor allem erst in den Ferien und kommt wahrscheinlich bald zurück. Er hat längere Zeit kein Skype, also mit dem Handy keine Verbindung, nichts. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich habe gestern schon Schmerzen gehabt im Nacken und am Steißbein, aber jetzt ist es eigentlich gut wieder mit dem Schmerzknochen oder Gelenkschmerzen. Und jetzt habe ich einfach noch Schnupfen und aber das hindert mich jetzt nicht daran. Und wenn es ihr ein bisschen eklig findet oder so, denke ich einfach an gute Besserung. Ich bin krank. Ich bin wieder krank. Das nervt mich ein bisschen, aber je mehr als ich krank bin, desto besser habe ich längere Zeit über den Sommer, also über den Frühling und Sommer bin ich eigentlich nie krank. Es fängt erst an, wenn es eisig kalt wird und ich irgendwie raus muss oder so. Weil ich bin sehr wenig draußen, weil ich ja Probleme draußen habe mit der Gesundheit. Ich habe zwei schwere, unheilbare Krankheiten und die hindern mich ein bisschen dran, viel zu laufen und ja, einfach fit zu bleiben. Dann hocke ich hier auf meinem schönen, bequemen Chefsessel und genieße das Let's Plays machen. Und die Außenwelt kam mir egal. Alles nur über den Chat und so. Über das Tellen bin ich mit den Kollegen verbunden. Aber das reicht mir auch. Ich lasse den Luxus gerne den anderen. Aber ich finde, das ist Luxus. Nein, aber vor 100 Jahren hätte man noch nicht gedacht, dass man so etwas möglich ist. Aber heute ist das alles so extrem fortgeschritten, das ist einfach genial. Ja, also 14 Ork-Marader. Die sind wahrscheinlich hier unten. Also die meisten. Also irgendwo, keine Ahnung. Wir sind ein bisschen zu weit. Hier ist ein Ork-Marader. Hier ist ein Anführer, den wählen wir nicht. Ja, die Burg in Minecraft auf dem Server. Geht auch vorwärts. Ich habe gestern aber nicht so viel Bock gehabt. Oh, hier sind viel. Die Hälfte vom Leben weg. Aua, du musst schauen. Okay, ist ein großer Unterschied. Hatte ich jetzt nicht genau. Aber das ist auch cool. 265 Schaden. Oh. Ich dachte immer, der Schütze sei so extrem schwach. Das sind die gleichen.
Nein, kein Okri. Das ist falsch. Also, 14. Ja, was war das? Das war doch nichts. Ist nicht mal geschossen. Warum ist das, der so wenig Damage macht? Ah, das ist wegen der Rüstung von den... Ah, der kann auch sein. Das ist der Anführer. Ne, der wollen wir nicht. Du musst mich jetzt nicht noch angreifen. Autsch, wir haben noch 7 Leben. Oh. Wieso musste er auch noch angreifen? Der war ja mindestens 2 Meter weit weg. So ein Idiot. Nein, so ein Schlauer. Der hat mich getötet. Aber trotzdem. Und greift mich doch nicht einfach so an. Geht doch nicht. Egal. Wir gehen einfach wieder dorthin. Und haben bald Level 22 erreicht. Wow. Das geht so extrem schnell. Ich habe seit der letzten Aufnahme eigentlich fast gar nicht aufgenommen. Aufgenommen. Gespielt. Und es ging so extrem schnell. Ich habe diese 50 Orks getötet. Das ging ungefähr 20, 30 Minuten. Das ist ja. Okay, ein bisschen länger schon, aber ich habe nicht viel gespielt, sonst ein paar Quests habe ich noch gemacht, sonst nichts. Ich war ja Level 20, fast Level 21. So, wir gehen oben durch, nein, wir gehen nicht oben, oh, wir gehen unten durch, da gibt es auch Ork-Marader. Hier war immer ein Weihnachtsbaum, ist es ja weg. Mal spawnen immer wieder ein und spammen, wenn man sie kann sie dann mehrmals anklicken. Weil ein Weihnachtsbaum, der nicht wieder despawnt und wieder neu spawnt, kann man nur einmal anklicken. Und deshalb... Ja. Deshalb war der wieder neu gespawnt. Aber das ist eine beliebige Stelle. Und ja. Und ich habe eine Kriegsflagge bekommen heute von diesem Baum. Für 5 Minuten kann ich der Kriegszone ein Checkpoint, also ein Ding machen, der hinweist, ah, dort wird gekriegelt. Aber es ist irgendwie extrem unnötig, weil man kann es auch in den Chat schreiben. Wenn man es liest, aber ich lese es genug. Und ich muss ja nicht mitmachen, ich kann ja nicht mitmachen. Ich mache wahrscheinlich 10 Schaden an denen. Also völlig unnötig. Also ein bisschen einschüchtern. Aber mehr kann ich nicht. So, Dille. Irgendwo hier hat die Morde auch. Kommen jetzt hin, oder? Bitte kommt! Ja, leg nicht so blöd. Na, das sind auch Krieger. Nee, nicht dein Ernst. Ah, hier. Gut. Nein, nicht das, das. Ich schieß dich ab! Mit deinem ätherischen Pfeil. Und jetzt noch ein Schild durchbrechen. Ein Schild durchbrechen. Ist mir egal.
So, noch 5. Und wir haben einen Feuerstabs. Das erste Item seit langem habe ich bekommen. So, noch 4. Gibt es hier noch welche in der Nähe? Da unten gibt es noch 2. 3 sogar. 4.